Wiki-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Wikipedia-Stammtisch. Wiki-Stammtisch. Heute zu Besuch Benutzerin Kritzolina. Vielleicht stellst du dich kurz vor. Ja, ich weiß gar nicht, was soll ich groß zu mir sagen? Ich arbeite erst relativ kurz mit auf der Wikipedia, bin aber auch schon Administratorin, schreibe sehr viel zu den Themen, ja, Lyrik vor allem, bin aber auf ganz vieles neugierig, bin ein bisschen auch mit Fotos auf Commons unterwegs. Ja, das ist so das, was mir gerade spontan zu mir einfällt. Zu dir und der Wikipedia. Sonst irgendwas Interessantes an dir? Oh, sicher ganz vieles, aber ich versuche so ein kleines bisschen die Wikipedia und meine sonstigen Aktivitäten im Leben zu trennen. Von daher möchte ich über mich als Privatperson gar nicht so viel hier jetzt erzählen. Gesundes Verständnis, ja, finde ich gut. Aber das merkt man auch aus anderen Sachen raus. Du warst auf der Wikimania 2016 in Italien im Bergdorf Isino Lario und hast sogar einen Vortrag gehalten. War da ja auch sehr begeistert. Das war wirklich, wirklich toll. Und ja, ich war gleich ganz mutig. Es war ja meine erste Mania und habe mir aber auch gedacht, wenn ich da hinfahre, dann will ich nicht nur irgendwie rumsitzen und Dinge anhören. Ich will auch was tun und mich beschäftigen. Einige Themen schon eine ganze Weile. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann erzähle ich halt dazu auch was. Und mein Vortrag wurde auch angenommen als Critical Issue und habe dort eben über Wikipedia-Sucht und ihre Komorbiditäten erzählt. Willst du da ein bisschen was zu erzählen? Ich packe den Link zu dem Video und zu den Vortragsnotizen zu den Shownotes der Sendung, aber vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Naja, also mich hat relativ von Anfang an eigentlich beschäftigt, dass ich gemerkt habe, es gibt Nutzer, die sich mit der Wikipedia nichts Gutes tun. Also es gibt Leute, die schreiben und dadurch offensichtlich sich in Situationen bringen, wo sie von der Community dann auch wieder, ja, nicht gerade freundliche Rückmeldungen kriegen. Die Community tut sich oft gegenseitig ganz viel Nicht-Gutes. Und was mir vor allem aufgefallen ist auch, waren immer mal wieder Anfragen auf der Seite Anfragen-Administratoren, wo stand, bitte sperrt mich, ich habe jetzt dann Prüfungen, oder bitte sperrt mich, damit ich heute nachts nichts Dummes editiere. Und dann habe ich mir auch gedacht, hups, eigentlich kann man doch einfach dann nicht auf die Wikipedia gehen. Also wozu mich sperren lassen? Und mir ist klar geworden, dass das für viele Benutzer eben eine ganz hohe Bedeutung hat. Auf der anderen Seite habe ich auch an mir selber gemerkt, dass ich ja manchmal schwer mich trennen kann, dass ich einfach weitermachen will, dass die Dinge aufregend, spannend sind oder ärgerlich sind und dass ich mich da sehr reinziehen lasse und habe das dann einfach mal so für mich reflektiert, habe ein bisschen rumgefragt. Ich war ja sehr früh immer schon auch auf Live-Treffen von Wikipedianern und habe so gemerkt, es gibt ganz viele Leute, denen es ähnlich geht. Und nachdem ich so ein bisschen beruflich auch mit dem Themenfeld psychische Gesundheit zu tun habe, habe ich da einfach, wie gesagt, meine Erfahrungen von dort und das, was ich in Wikipedia erlebt habe, zusammengetragen und habe eben auch gedacht, es ist jetzt nicht so viel ein wirklicher Infovortrag, aber vielleicht eher so ein Weckruf, Leute, passt mal auf, hier passieren Sachen, wir tun Dinge mit uns, wir als Community uns gegenseitig an, tut uns nicht gut und passt auf, es sind Leute dabei, die sind psychisch nicht immer stabil, lasst uns da genau hinschauen, was können wir tun, nicht um zu therapieren, das ist ganz sicher nicht Job von einer Freizeit-Community, aber um uns nicht weiter zu verletzen und um uns vielleicht ganz normal im Alltag zu stützen, so wie man es ja auch sonst mit Freizeitkumpels, Kollegen, Leuten, die man so aus der Umgebung kennt, tut, wenn man weiß, da ist jemand gerade, dem es nicht so gut geht, der ein paar Probleme hat, versucht man ja Rücksicht zu nehmen, versucht den oder die zu stärken. Und das sehe ich eben in der Community nur in kleinen Teilen. Du selbst hast deinen ersten Edit am 23. Januar 2014 gemacht. Mhm. Das ist jetzt 2,5 Jahre her. Und in der Zeit hast du jetzt 15.700 Bearbeitungen nur in der deutschen Wikipedia gemacht. Das sind durchschnittlich 17 pro Tag. Das, ich sage ja, ich bin selber auch ein bisschen süchtig. Gibt's sowas, ein bisschen süchtig sein? Nein, das gibt's natürlich nicht. Das ist natürlich genau diese Geschichte. Wir reden ganz viel immer ganz lustig über Wikipedia-Sucht. Ich bin ja nicht die Erste, die diesen Begriff benutzt. Ich glaube, Gerion K. hat da schon in diesem Buch von Zico, jetzt fällt es mir gerade wieder nicht ein,
Nee, fällt mir nicht ein. Musste nachher vielleicht suchen und auf. Ja, schick mir das, dann passe ich dazu, genau. Genau. Darüber geschrieben, es gibt auf Englisch auch schon zu Wikipedia, nicht Addiction, sondern Wikiholism haben die es genannt, Beiträge. Und es wird immer so ein bisschen humorvoll abgehandelt. Mich erinnert das ganz stark dran, wie auch zum Thema Alkohol, ganz oft viel, noch ein kleines Bierchen, humorvoll über Dinge gesprochen wird, die eigentlich gar nicht so lustig sind. Ja, Sucht ist eine Krankheit, ne? Und genau, also ich kenne das, keine. Ich kenne das von der Spielsucht her, die ja auch so lustig genommen wird, so ich spiele ja auch Mensch, ärgere dich nicht und kann dann kaum aufhören. Aber es gibt auch Leute, die richtig süchtig danach sind, die dann vor allem bei so Geldautomaten, wo man die seine Euros reinsteckt, nicht aufhören können, stundenlang da spielen und dann am Abend 10.000 Euro verzocken, die dann aber auch bei einem Mensch ärgere dich nicht Spiel wieder draufkommen. Und Wikipedia-Sucht würde ich auch nicht lustig nehmen. Und es ist ja eigentlich eine symbolische Handlung, sich auf Wikipedia sperren zu lassen. Man kann ja dann unangemeldet weiterarbeiten. Aber vermutlich spielt da auch zusammen zum einen eben, oder es gehört zum Wikipedia-Erlebnis dazu, angemeldet zu sein und mit einem Benutzer-Account dann auch die Sachen zu machen. Naja, es gibt ja auch so ein kleines, ist auf der einen Seite wird das ja auch immer befürwortet und bin ich auch dafür, den spielerischen Charakter zu erhöhen. Also das sind ja auch diese ganzen kleinen Wettbewerbe. Gamification ist ja das englische Fachwort dafür, also den Spaß an der Wikipedia da auch eben zu haben. Auf der anderen Seite sind da auch solche Dinge wie eben den Edit-Counter hochschrauben, die Zahl der Sichtungen hochschrauben und Aufmerksamkeit für den eigenen Account kriegen dadurch. Also spielen da eine große Rolle. Und das ist natürlich, wenn ich mich hab sperren lasse und als IP unangemeldet oder mit einem anderen Account editiere, ist der Teil natürlich weg. Da kann ich auch nicht dann weiterhin zum Beispiel meinen Status als Hauptautor des Artikels stärken. All solche Aspekte fallen dabei weg. Müsste man, also gibt es eine Anlaufstelle? Es gibt Webseiten, ne, die sich damit beschäftigen, im Benutzernamensraum. Im Benutzernamensraum, nee, ja. Nee, im Hilfenamensraum oder Wikipedia-Namensraum. Nicht so direkt, nee. Nee, da müsst ihr nochmal forschen. Ich meine, das aber schon mal gesehen zu haben. Da können wir beide nochmal nachforschen hinterher. Ja. Na, ich glaube nämlich, dass das, ja, du sagst es auch selbst, es ist schon anderen aufgefallen, man sollte es ernst nehmen. Wenn man an sich selber Zeichen von Sucht bemerkt, dann sollte man das ernst nehmen und auch Hilfe suchen. Was sind denn die Anzeichen von Sucht? Also ich habe ja im Vortrag auch so rumgefragt, wer von euch hat schon mal erlebt, dass er wegen der Wikipedia zu wenig schläft. Das ist so ein ganz massives Anzeichen von Sucht. Es gibt ganz viel online auch so Fragebögen, die man ausfüllen kann zu Internetsucht. Das trifft natürlich alles, wenn man das so sich anschaut, auf die Wikipedia zu. Es sind alles so Sachen, wenn man von Freunden, Bekannten angeredet wird. Sag mal, ich wollte schon lang mal wieder was mit dir machen, du hast nie Zeit. Und man antwortet, ja, ich muss nämlich noch für die Wikipedia. Das ist definitiv ein Anzeichen von Sucht, wenn die dann auch sagen, weil du immer mit Wikipedia was machst, haben wir schon so und so lang die Dinge, die wir sonst miteinander gemacht, nicht mehr miteinander gemacht. Aber auch allein schon, wenn man eben sich vornimmt, jetzt mache ich noch eine halbe Stunde was und dann, keine Ahnung, nach über einer Stunde oder nach zwei Stunden plötzlich wieder auf die Uhr schaut und sich denkt, oh, ich wollte doch heute pünktlich ins Bett gehen. Das ist auch ganz klar ein Anzeichen. Es ist immer so, dass eins von diesen Sachen alleine natürlich noch nicht dramatisch ist. Aber je mehr von solchen Anzeichen man an sich beobachtet, desto klarer sollte man überlegen, ups, gibt's nicht irgendwie noch eine andere Welt, in der ich mich bewegen wollte? Gibt's noch nicht noch andere Dinge, die mir wichtig waren? Ja, und wo ich mir auch Bestätigung, gesünder. Ja, und wo ich mir aber auch Bestätigung holen kann, dass ich was drauf habe und dass ich was kann. Genau. Also wo ich das, ist ja ganz unterschiedlich, was die Leute sich in der Wikipedia holen, ob es diese Selbstwertbestätigung ist oder was anderes, aber wo ich das früher ja auch woanders gekriegt habe. Gut, aber Eva, jetzt völlig ins ganz Furchtbare von Wikipedia abgleiten. Du hast ja vor kurzem erst, nochmal vor 2,5 Jahren, das ist relativ kurz, bei der Wikipedia angefangen. Hast du das noch so präsent, dass du ein bisschen darüber sprechen kannst? Weil mich interessiert das sehr. Ich meine, ich habe vor viel längerer Zeit angefangen, 2003. Da war es eine ganz andere Welt, denke ich, als heute. Wie ist denn das heute, bei der Wikipedia anzufangen? Ich kann natürlich das schwer, es war sicher eine andere Welt. Also vergleiche ich, höre auch mal so Sachen, es war so viel einfacher. Es
kann ich natürlich nicht sagen, ob es einfacher Nein, war ja, oder nicht der Vergleich, schwieriger. sondern einfach, wie du reingekommen bist. Du kanntest die Wikipedia vermutlich vorher schon. Wie kam es dazu, dass du editiert hast? Und ich sehe hier, dass du relativ bald dann auch zur Veranstaltung gegangen bist. Genau. Also ich hatte, bevor ich angefangen habe zu editieren, schon einen engeren Kontakt, weil ich gemeinsam mit anderen einen Artikel überarbeitet habe, wo ich dann nicht selber editiert habe, zu Lyrik eben auch. Das ist ja einer meiner Schwerpunkte. Da hat dann die tatsächlichen Edits damals User Xopolino gemacht und wir haben aber gemeinsam eben vorbesprochen als mehrere Lyrik-Interessierte, was da genau verändert wird. Von daher war mir auch ein bisschen was über die Verfahrensweise oder wie das alles läuft schon bekannt und letztendlich draufgekommen, wirklich selbst was zu machen, bin ich über einen Vortrag, wo ich beruflich bei einer Veranstaltung an einer FH war und jemand vorgestellt hat, die Wikipedia als eine Möglichkeit mit Jugendlichen im Internet etwas zu machen, was eben ja nicht diesen kommerziellen Charakter hat, wo sie sich auch tatsächlich beteiligen können, eine Form wie jugendliche Partizipation erleben. Und während dieses Vortrags lief die ganze Zeit von den Recent Changes sozusagen so ein kleines Extrafenster, wo man immer gesehen hat, was wird gerade verändert. So ein Live-Ticker-mäßiges Ding. Und das hat mich einfach völlig fasziniert, welche unterschiedlichen Themen da aufgeschlagen. Da war irgendein Hörnchen in Bearbeitung, heute sage ich wahrscheinlich von Achim. Es waren aber auch eben irgendeine historische Person, die zwei, dreimal aufgeschlagen ist und dazwischen eben die ganze Bandbreite, wo man so immer wieder sieht, oh, okay, ach ja, das gibt's da auch noch, das gibt's da auch noch. Und das war so das, wo ich mir gedacht habe, wow, diese Vielfalt, da will ich irgendwie näher reinschauen. Und dann habe ich eben auch herausgefunden, dass einige meiner Bekannten relevant sind, aber noch keinen Artikel haben. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann fange ich da doch einfach mal an und lege für diese Lyriker, Lyrikerinnen Artikel an. Und ja, dann ging's los. Ich habe am Anfang sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, sehr viel Unterstützung und Hilfe, auch unauffällige Hilfe. Also ich bin Benutzer Holmium da heute auch noch sehr, sehr dankbar, der oft einfach dann nach mir in meine Artikel rein ist und ein paar wirklich wichtige und gute Fixes gemacht hat und mir dann auch gesagt hat, übrigens so und so geht das. Und hatte dann auch einen Mentor, weil mir klar war, technisch einiges werde ich sicher nicht verstehen. Admax, der mir bei einigen dann auch wirklich geholfen hat, was sehr gut und wichtig war. Und bin sehr schnell in den Chat gegangen. Das war eigentlich noch vor den Live-Stammtischen. Habe da auch ganz viel Unterstützung. IRC-Chat ist das, ja? In den IRC-Chat, genau. Weil ich das überhaupt gar nicht nutze, das ist mir völlig fremd. Ist aber interessant, dass das tatsächlich genutzt wird. Es sind auch nicht so arg viele, die es nutzen. Es ist eine relativ kleine Stammgemeinde. Im Main-Chat passiert sehr wenig. Es ist ganz viel in den Queries dann. Also, dass die Leute einfach einzeln miteinander reden. Ja. Also 1:1-Chats sind das dann, ja? Genau, Ah, genau. gut, aha. Wo man dann eben auch mal sich traut, nachzufragen und zu sagen, du, ich habe jetzt keine Ahnung mit dieser Tabelle. Irgendwas mache ich gerade falsch. Kannst du mir sagen, was? Was man vielleicht nicht vor allen immer so deutlich sagen will, wenn man da gerade keine Ahnung hat. Genau. Und natürlich dann auch über privatere Sachen zum Teil hin und her chattet, was man auch im Öffentlichen nicht sagen möchte. Du hast gesagt, zu Ja. Anfang sehr viel Hilfe, Unterstützung. Ist es dann später weniger geworden oder hattest du auch negative Erfahrungen? Also es ist insofern weniger geworden, als ich einfach einige Dinge kapiert habe und nicht mehr ganz so viel Ach gebraucht so, habe. okay. Wenn ich was brauche, finde ich immer noch Hilfe und Unterstützung doch, auf jeden Fall. Was aber nichts zu tun hat mit den negativen Erfahrungen, weil die gibt es natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch. Wikipedia ist ein sehr raues Klima und es setzt mir manchmal auch zu, wenn Dinge gerade im Bereich der administrativen Tätigkeiten. Ich zeige mich da ja auch sehr deutlich. Ich bin ja nicht eine von den Zurückhaltenden. Und wenn dann Versuche, wo ich wirklich viel Zeit nachzudenken hineingesetzt habe, Dinge zu befrieden, Dinge gut zu lösen von mehreren Seiten. Eigentlich ist es ja ein Zeichen, dass man was gut gemacht hat. Wenn alle kritisieren, dann hat man vielleicht ja sich nicht auf eine Seite geschlagen. Trotzdem ist es manchmal sehr bitter. Gerade wenn es von Usern kommt, die man auch schätzt. Wie teilt sich deine Arbeit auf in der Wikipedia zwischen Autorin und Administratorin?
Nach Lust und Laune. Wie es gerade kommt. Also es sind ja sehr unterschiedliche Tätigkeiten, ne? Das eine ist Texte erstellen oder Sachen beschreiben und das andere sind ja eigentlich soziale Aktionen, oder? Ja. Also ich habe keine Ahnung von, nicht so viel Ahnung, sage ich mal, als von, ich war selber nie Admin. Also es gibt bei beiden Seiten Dinge, die man relativ automatisiert und schnell ausführen kann. Also was weiß ich, die Schnelllöschanträge. Da gibt es natürlich auch welche, die aufwendig, schwierig sind, über die man ziemlich nachdenken muss. Aber es gibt auch viele, wenn jemand einfach nur reinstellt, Markus ist ein alter Hoodie und ich finde ihn geil, dann weiß ich, diesen Artikel kann ich löschen. Da muss ich nicht nachdenken. Solche reinen Wartungsarbeiten mache ich oft so, dass ich erstmal schaue, was ist an Admin-Wartungsarbeiten da, wo ich mit einem Klick wegkriege, wenn ich mich nicht so gut konzentrieren kann. Dann gucke ich auch, was gibt es vielleicht auf der Qualitätssicherung oder bei den Recent Changes. Da bin ich dann auch manchmal unterwegs und sehe was, ah, das ist schnelllöschfähig, da ist auch schon SLA drauf, lösche ich. Oder ich sehe was, wo ich sehe, oh, zwei, drei kleine Korrekturen in den Formfix. Das ist was, das kann ich auch, wenn ich nicht so gut konzentriert bin, wenn ich nicht mehr so viel Power habe, einfach so nebenher machen als Ablenkung. Und dann bin ich mal als Adminer, mal als Autorin. Für Und andere Sachen braucht man ja mehr, ja, Ruhe, mehr Zeit, mehr Muße. Und das sind dann eben die längeren Sachen, die Artikelchen oder eben die schwierigeren Konflikte. also ich brauche immer ziemlich viel Anlauf, um einen Artikel zu schreiben, weil ich da noch da was recherchiere und da was recherchiere. Du hast ja nur eine ganze Liste von Artikeln geschrieben. Hattest du die Fakten schon da und hast das relativ schnell runtergeschrieben? Oder hast du, nein, du hast ja nicht viel Zeit gebraucht. Wie hast du so schnell so viele Artikel schreiben können? Das ist ja eigentlich die Frage. Naja, ich habe ja die eine relativ kleine Nische sind meine Dichter und Dichterinnen, wo ich einfach ein paar klare Quellen habe, wo man nicht wahnsinnig viel recherchieren muss, sondern wo ich weiß, da gibt es den Poetenladen zum Beispiel als eine wichtige Quelle, oder da gibt es die Signaturen, oder da gibt es Fix Poetry. Und wenn ich da die Daten zusammen habe und dann noch das kombiniere mit der DNB, also mit dem offiziellen, was ist erschienen, dann habe ich oft schon eben einen kleinen Artikel. Manchmal weiß ich dann einfach ein paar Zusatzdinge. Wie gesagt, einige der Leute kenne ich, manche nicht. Oder sie sind gerade aktuell zum Beispiel bei einem Wettbewerb in der Endrunde. Dann gibt es von der Wettbewerbsseite noch eine gute Biografie oft. Also wenn jemand für den Meraner Lyrikpreis nominiert ist, da habe ich zum Beispiel einfach mal alle dazu geschrieben, die noch keinen Artikel hatten. Dann gucke ich eben dort und dann habe ich auch schon eine gute Quelle. Über diese Leute gibt es oft auch keine größeren Quellen bisher, weil wenn jemand gerade mal so sein zweites, drittes Buch veröffentlicht hat, gibt es oft noch keine wissenschaftlichen Arbeiten. Sie sind noch nicht irgendwo in der Literatur erwähnt, sondern wenn, dann gibt es eben in Literaturzeitschriften noch was, das dann auch oft online leicht zu finden. Von daher sind das dann Artikel, die nicht wahnsinnig viel Recherchearbeit brauchen, wo aber auch zusätzliche Recherche nichts bringen würde. Und hattest du schon mal einen Löschantrag auf deinen Artikel? Ja, es ist einer auch gelöscht worden, ganz vom Anfang, wo mir auch heute klar ist, ja, das war über eine Radiosendung, die tatsächlich nicht relevant ist, aber ich hätte es einfach schön gefunden, dass sie drin bleibt. Und spannend ist auch, der Löschantrag wurde doch relativ zeitnah gestellt, nachdem ich zu einer Vandalismusmeldung etwas gesagt hatte von einer der Vandalismusmeldung beteiligten Personen. Also nochmal, da hat jemand, du hast gesehen, dass jemand vandaliert hat. Dann hast du das gemeldet und einer der Gemeldeten hat dann einen Löschantrag auf einen deiner Artikel gestellt. Nee, also es war eine Vandalismusmeldung von jemand anderem. Ich weiß nicht mehr, ob es waren zwei Personen, die in so einem klassischen Konfliktding waren. Und ich habe dann eben eine Bemerkung dazu gemacht, dass etwas launig die beiden doch bitte wieder ihre Sandschaufelchen einpacken sollen. Wo war das? In der Diskussionsnamensraum oder wo war die Diskussion? Ich glaube, das war auf der Wikipedia Vandalismusdiskussion. Und dann hatte ich eben ein paar Stunden später den Löschantrag von einem der Beteiligten auf dem Artikel, der dann auch zu Recht gelöscht wurde. Also insofern, es war völlig in Ordnung. Ich habe mich dann auch nicht aufgeregt, weil mir klar war, okay, inhaltlich, jetzt sehe ich, wie die Kriterien wirklich gemeint sind, jetzt verstehe ich es. War auch ganz am Anfang, war eine Lernerfahrung, aber wo ich mir schon auch gedacht habe, okay, das ist die Dynamik. Einen anderen Löschantrag hatte ich, wo ich mir sehr sicher war, der Artikel wird behalten, wo ich mich auch gar nicht drum gekümmert habe und der wurde behalten. Ich glaube, das waren die einzigen Löschanträge auf Erde von mir. Mich interessiert, wie du, wie
wie sich das anfühlt bei dir. Ich weiß, wie es bei mir ist. Ich muss sehr mit mir kämpfen, das nicht persönlich zu nehmen. Also es kratzt mir doch am Herzen, wenn ich da mich hinsetze und Arbeit reinstecke und dann ist dann plötzlich so ein rotes Bubble dran. Da muss ich mal kräftig durchatmen und brauche ein bisschen Abstand, um dann mich sachlich damit auseinanderzusetzen. Also wie gesagt, bei mir bei dem einen Artikel war es mir dann relativ schnell klar, so ist es, schade. Ich wusste auch vorher, dass das eine grenzwertige Geschichte ist, wenn ich ihn reinsetze. Habe mir gedacht, okay, ich hoffe, es wird so ausgelegt von den Relevanzkriterien her. Das setzt mir gar nicht so zu. Ich weiß ja auch inzwischen selber, wie es ist, wie diese Löschentscheidungen fallen, wie sich es für mich selber anfühlt, Löschentscheidungen zu treffen. Ich treffe ja wenige Pro-Löschung, ich treffe eher Behaltensentscheidungen. Aber wie gesagt, entweder ist mir klar, die ganze Sache, da ist die Relevanz fraglich, dann darf man sie hinterfragen. Oder eben, ich bin mir beim anderen Artikel so sicher gewesen, die Person ist über ihre Rolle in einer Fernsehserie relevant. Der Artikel wird behalten werden. Wenn nicht, kann ich in die Löschprüfung gehen und sagen, wurde ich hier übersehen, dass sie auch in dieser Fernsehserie mitspielt und relevant ist. Das ist ein hartes Behaltenskriterium. Ja. Okay. Was ich faszinierend finde, ist, dass du zum einen das Mentorenprogramm in Anspruch genommen hast, auf der anderen Seite dann aber auch Mentorin geworden bist. Naja, ich habe was gelernt und in dem Moment, wo ich dann das Gefühl hatte, ich habe es wirklich gelernt, habe ich noch ein bisschen geübt und dann kann man es ja auch weitergeben. Das finde ich einfach großartig. Das gefällt mir richtig gut. Das ist für mich eigentlich genau das, was das Wiki-Prinzip. Die meisten Sachen lerne ich natürlich woanders und trage sie dann in die Wikipedia, aber das ist das, worum es für mich bei der Wikipedia haupt oder überhaupt bei den Wikimedia-Projekten, ich weiß was, ich habe was, ich teile es. Du hast aber auch so den inneren Drang, dich mitzuteilen, dein Wissen zu teilen, ja, das ist schon so. Ja. Ja, so, ich glaube, Aber ich glaube, das ist allen Wikipedianern irgendwie eigen, oder? ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist das, was uns wirklich dazu bringt, öfter zu editieren. Dass wir das einfach gerne tun, Wissen teilen. Wir sind, glaube ich, so wie ich uns auch erlebe, was ich bin ja sehr viel eben unterwegs in der Community. Wir sind neugierige Menschen. Wir fragen gern ganz viel. Aber wir erzählen auch wahnsinnig gerne. Wir lachen manchmal. Wir haben ja jetzt in München diesen Treffpunkt, das Wikimuck, also unser eigenes kleines Wikipedia-Lokal. Manchmal sitzen wir da und ich sage, na, ich habe schon lange, also inzwischen ist es nicht mehr schon lange, nämlich nicht mehr, aber es ist immer so, dass wir immer wieder sagen, jetzt haben wir wieder so viel über Dinge erfahren, von denen wir nie was wissen wollten. Aber Aber ja, es ist wunderschön. sehr guter Stichpunkt, Stützpunkt München. Du warst an der Entstehung beteiligt. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Das war schon lange ein Wunsch von mir. Ich bin eben sehr früh auf Stammtische gegangen, habe das auch als was sehr Wichtiges und sehr Belebendes, gerade eben im Hinblick auf die, ja, wie geht's den anderen Usern, was tun wir füreinander in der Community, einen wichtigen Teil erlebt und habe dann auch gedacht, es wäre total schön, wir würden uns nicht nur einmal im Monat irgendwo in der Kneipe treffen, sondern wir hätten auch was, wo wir gemeinsam Projekte machen können, wo wir uns gemeinsam Tipps und Tricks zeigen können beim Editieren oder Fotografieren oder Fotos bearbeiten oder. Wikidata mal gezeigt zu kriegen von Michi. Solche Dinge habe ich mir gedacht, das wäre einfach super, wir hätten dafür einen Space. Und dann habe ich eben gesehen, wie das in Lokal K in Köln am Entstehen war und habe das angesprochen, habe dann von anderen gehört, ja, wir hatten das schon länger Überlegung, wir haben es in Überlegung, wir haben es früher schon mal versucht und es hat nicht geklappt. Und das war dann so ein bisschen, ja, einfach die Zeit reif dafür. Wir haben dann sehr begeistert erstmal uns zusammengesetzt, hatten unglaublich viele Ideen, wer was dort tun will, ganz unterschiedlich von Flo Sorg und Didi sind ja in der ganzen Denkmalslistengeschichte, Denkmalartikel. Arbeit sehr, sehr aktiv hier im Münchner Raum. War natürlich klar, die möchten da Dinge machen, möchten da Fotos hochladen gemeinsam und Artikel schreiben. Also es sind schon durchaus Sachen, die man ohne das Lokal nicht machen könnte. Naja, man könnte sich natürlich immer privat gegenseitig besuchen, aber das hat natürlich all die Schwierigkeiten. Man muss die anderen Wikipedianer zu sich nach Hause lassen. Man muss ja manchmal auch relativ weite Wege fahren. Und das ist natürlich was anderes und je nachdem, wie die Wohnungen auch sind, nicht bei jedem kann man sich zu viert, zu fünft treffen. Nicht jeder hat die Technik, die gebraucht wird.
Also das sind schon Sachen, wo es schön ist, wenn man das dort machen kann. Und ganz schnell waren eben auch so Ideen da. Ich möchte dann auch einen öffentlichen Workshop machen. Ich möchte dann auch mal einen Referenten einladen. Ich möchte auch mal, ja, schauen, ob wir uns nicht mit einer Partnerorganisation treffen können. Und das haben wir ja jetzt auch schon angefangen im Wikimuk. Also es hat eine ganze Weile geruht. Wir hatten ein ganz, ganz großes Glück, dass wir einen Benutzer hatten, der uns ganz viel geholfen hat, überhaupt Räume zu finden und der auch an der ganzen ziemlich lästige Arbeit, die jetzt nicht unbedingt meine Stärke ist, so ein Lokal einzurichten, erstmal dann auch ein bisschen noch zu renovieren. Ja, dieses ganze Praktische, bis so ein Ding steht, welche Stühle wollen wir, welche Technik wollen wir, welche Computer wollen wir, die ganze Beantragung bei der Ach, da stehen. WMDE, da ist schon viel Arbeit. WMDE ist Wikimedia Deutschland, der Genau. das lokale Chapter, also der Verein, der zum Wikimedia Foundation gehört und unter anderem die Wikipedia unterstützt. Genau. Und ihr habt da Rechner stehen und Beamer und könnt jetzt also da auch Veranstaltungen machen. Wie ist denn die Auslastung eures Lokals? Also im Moment haben wir dreimal die Woche sozusagen einfach offen, jeweils nachmittags. Also hat immer Da einer kommen, Schlüsseldienst. genau, da kommen jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, aber das ist gerade in der Anfangsphase wichtig, weil wir oft auch noch irgendwelche Lieferungen bekommen, weil da oft auch noch irgendjemand, der nicht einen Schlüssel hat, vorbeikommt, um irgendwas zu schrauben, zu machen, zu tun, zu holen. Aber wir haben auch schon ein Open Edit quasi gehabt, einen Workshop. Nachdem wir eben in der Stadtbibliothek einen Vortrag gehalten haben, haben wir und auf dem Corso Leopold unseren Infostand hatten, haben wir eben eingeladen, kommt zu uns. Wir haben das Filmfrauenprojekt schon im Wikimuk gehabt. Wir haben im Wikimuk auch schon das Angertorstraßenfest mitgefeiert. Das Wikimuk liegt in der Angertorstraße und da ist jedes Jahr zum Auftrag der Christopher Street Woche ist es ja inzwischen nicht mehr Day, ist da eben ein Straßenfest und da haben wir das Lokal geöffnet Du warst und auch auch eine dabei. Fotoaktion gemacht. Nee, da war ich leider nicht dabei, da Ach musste so. ich auf einer Fortbildung sein von der Arbeit. Und Da wäre ich sehr, sehr gerne. warst du bei den Filmfrauen dabei? Das konnte ich auch nicht mitmachen. Ach, Ich war schade. tatsächlich noch bei keiner der Ach so. Veranstaltungen, die jetzt so an die Öffentlichkeit ging, vorbei, weil ich auch, ich wollte auf jeden Fall oder hatte mich fest eingetragen, auch für diesen Workshop nach dem Vortrag am Gasteig, bei dem war ich. Und dann war ich aber an dem Abend, war der Arbeitskreis Harare München und der tagt nur einmal im Monat und im August nicht. Und dann wollte, und Juli wusste ich, ich kann da nicht hin und dann wollte ich da auf jeden Fall hin. Ich versuche ja auch gerade die Wiki-Städtepartnerschaften, das Projekt Wiki-Cities in Gang zu bringen. Was ist Da bin das? ich auf der Wikimania. Ist mir das aufgefallen, eingefallen, dass das eine gute Idee wäre? Wir hatten vom Hexer, von Martin Rulsch ja veranstaltet, von der deutschen Community aus so eine Einladung, lasst uns über lokale Stützpunkte sprechen. Und ich war eigentlich wieder im Wikimuk dort. Und dann waren dort auch eingeladen Leute aus Afrika, die dort eben mit dem Komusha-Bus-Projekt, heißt es, gearbeitet haben. Und ich fand es total faszinierend, was die erzählt haben. Und habe auch so überlegt, wie kann man diese Dinge stärken, unterstützen. Und dann kam mir, dass es das ja eigentlich wunderbar zusammenpasst, wenn wir über von Stadt zu Stadt Kontakt aufnehmen als Wikipedianer und da über bestehende Städtepartnerschaft. Und München ist eben eine Partnerstadt von Harare. Und von daher habe ich, sobald ich dann von der Wikimania zurück war, Kontakt aufgenommen mit der Stadt München, habe nachgefragt, wie ist es denn mit der Partnerschaft mit Harare, könnte Wikipedia sich da einklinken? Und habe dann eben erfahren, dass es das hauptsächlich über diesen Arbeitskreis läuft. Von daher bin ich dann an dem Abend zu diesem Arbeitskreis. Ah, ich habe gesehen, du hast einen Artikel darüber in dem Wikipedia-Kurier geschrieben. Wikicities, Genau. eine Idee von der Wikimania. Übrigens ist Wikicities der ursprüngliche Name von Wikia, der Firma von Jimmy Wales, in der Wikis für jedermann angeboten werden. Genau, das ist inzwischen auch jemandem aufgefallen. Wir hatten auf Meta gleich eine Seite angelegt, noch während des Workshops auf der Wikimania praktisch, wobei er ja das C, glaube ich, klein geschrieben hat. Und wir schreiben es groß und machen einfach jetzt unseres draus. Ihr seid mutig. Ja. Genau. Ihr könnt ihn ja ansprechen, ob er auf das Alte, auf die Weiterleitung verzichtet. Werden wir mal, werden wir vielleicht irgendwann machen, wenn es wirklich ins Rollen kommt. Vielleicht benennen wir es auch einfach nochmal um. Aber es war jetzt einfach so eine Idee, die sich hoffentlich ein bisschen verbreitet, weil ich finde, dieses
total spannend zu sagen, wie können sich Wikipedianer aus unterschiedlichen Ländern gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, dass da diese Graswurzelidee quasi, also eben nicht zu sagen, die Chapter arbeiten zusammen und machen irgendwie bürokratisch und frag mich nicht, sondern wirklich die Wikipedianer vor Ort unterstützen sich gegenseitig, tauschen Ideen aus. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ist auch schön, dabei zu sein, wenn so was neu entsteht. Da hat man immer den größten Gestaltungsspielraum. Es ist vermutlich schwieriger, in eine Sache einzusteigen, die schon lange läuft. Muss aber auch nicht sein. Bei der Wikimania-Organisation beispielsweise ist immer viel, was man nebenher noch machen kann. Also ich bin ja eben in die Wikipedia als schon relativ fest bestehende Sache hinzugekommen und erlebe es also schon so, dass man da trotzdem noch einen guten Gestaltungsspielraum hat. Am Anfang dabei zu sein, heißt natürlich auch wahnsinnig viele Dinge erstmal neu erfinden müssen. Der Vorteil, wenn man später dazu kommt, ist, dass zum Beispiel das Kategoriensystem, ich nehme die Dinge, wie sie sind. Ich habe da jetzt nicht das Gefühl, ich muss Dinge verstehen und neu gestalten. Ich übernehme einfach, was da ist. Und wenn ich es falsch verstanden habe, sage ich, oh, das war halt früher anders. Keine Ahnung, ich habe es so verstanden, erklärt es mir nochmal. Und dann mache ich halt so, wie es sozusagen von vorher da war. Ähnlich bei anderen Regeln, wo ich mir denke, oh, ich denke über die Relevanzkriterien da nicht nach. Ich nehme die, die da sind. Und ich versuche da im Rahmen meines Ermessensspielraums dann einzuschätzen, passt das noch rein oder nicht. Gesunde Und habe Haltung, gar keine ja. Lust, das von Anfang an zu erfinden zu müssen. Das würde mich, glaube ich, ziemlich nerven. Ja, Da gab es auch viel Stress drumherum. ja, auch immer noch. Die sind auch durchaus diskussionswürdig. Zum einen wollen natürlich viele, dass sie relevant werden also die Kriterien senken. Auf der anderen Seite, nicht auf der anderen Seite, dann gibt es noch den Aspekt, dass ein paar Sachen wirklich zu bürokratisch sind oder zu willkürlich sind, um das sinnvoll so umzusetzen. Aber auf der anderen Seite schützen sie auch die Wikipedianer davor, zugespammt zu werden. Ja, und natürlich hat immer jeder das Gefühl, in meinem Bereich sind die Relevanzkriterien viel schwerer zu erfüllen als bei, keine Ahnung, den Badmintonspielern. aber ja, ich finde es einfacher, sich da in einem bestehenden Rahmen zu bewegen und dann vielleicht kann man natürlich wieder schauen, dehnt man was wo einschränkt, dehnt man was wo aus, schränkt man was wo ein, regelt man es irgendwo eindeutiger, aber es ist erstmal ein grober Rahmen da und das gibt viel Sicherheit. Okay, wir hatten vor der Sendung schon mal kurz miteinander gesprochen und ein Thema, was eben heute passiert ist, ist dieser furchtbare Anschlag vom 14. Juli abends in Nizza auf der Promenade. Ist ein Lastwagen 2 Kilometer durch die Menschenmenge gefahren und hat mindestens 80 Leute getötet. Ganz erschreckend, ja. Ja, aber es gibt schon eine Seite, Anschlag in Nizza am 14. Juli 2016. Die Wikipedia dient vielen Journalisten als erste Anlaufstelle, um die ersten Links zu kriegen und zu wissen, wo die Information ist. Ja. Was meinst du dazu, zu der politischen Dimension, die die Wikipedia da dadurch auch hat? Also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns da einer Verantwortung bewusst sind, dass wir Informationen eben gerade in solchen Dingen schon zeitnah brechen, aber auch sehr genau schauen, welche Informationen kann man jetzt auch vernünftigerweise schon bringen. Und auf der anderen Seite finde ich, wir haben auch eine Verantwortung. Ich fand das toll. Damals bei Brüssel gab es ja die Brüsseler Schreibwoche und Wiki Annika hat dankenswerterweise heute auch schon einen kleinen Aufruf gemacht. Lasst uns zu Themen rund um Nizza, lasst uns zu Themen rund um die Côte d'Azur schreiben. Ich finde, wir können da als Community sehr gut ein Zeichen und ein Signal setzen, dass wir eben für eine andere Art von, ja, für eine andere Vision der Welt stehen, die eben gewaltfrei ist und wo über Bildung und über Wissen freie Ideale verbreitet werden und dann genau auch das zu tun und zum Beispiel aktuell über Nizza und über die Côte d'Azur zu schreiben. Ich habe selber jetzt, während ich auf deinen Anruf gewartet habe, gerade schon überlegt, wo kann ich was machen und mir einen Schriftsteller rausgesucht, über den ich nachher den Artikel noch ergänzen werde, der den Begriff Côte d'Azur geprägt hat. Solche Dinge finde ich, es ist so was Mini-Kleines und natürlich hilft es keinem Menschen, der gerade betroffen ist, aber vielleicht hilft es trotzdem in der Summe sozusagen auch den Menschen in Nizza zu sehen, da gibt es Leute, die im Moment zu uns stehen. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, was man tun kann, dass man ein Zeichen setzt. Das ist einfach, das nehmen wir nicht hin. Und ich glaube, da ist auch
gerade die Wikipedia-Community mit ihrem Ideal des freien Wissens sehr klar in einer Verantwortung, so viele solche Zeichen zu setzen wie möglich. Also ich bin nicht so der Fan, im Rahmen der Wikipedia Zeichen zu setzen, aber ich finde den Gedanken sehr gut, dass man eben solche Anschläge dadurch oder die Verarbeitung oder die Information darüber unterstützt, indem man flankierende Artikel ausbaut, so schnell wie möglich, um damit alle so viele Informationen wie möglich haben oder die besten Informationen haben, sagen wir. Geht ja nicht darum, alle Informationen zu kriegen, sondern sich ein gutes Bild zu machen. Weil wenn ich den aktuellen Artikel lese, dann ist hier zum Beispiel, steht hier zum Beispiel, dass der Täter Polizei bekannt war, aber eher als Kleinkrimineller, nicht etwa, dass er irgendwie radikalisiert gewesen wäre. Trotzdem wird er in den Polizeiquellen als Terrorist bezeichnet. Wo kann man streiten, was Terrorist bedeutet? Ist das jemand, der Terror ausübt oder der irgendwie in der terroristischen Szene irgendwie vernetzt ist? Aber oder hat einfach seine jetzige Tat zum Terroristen gemacht, natürlich? Genau. Oder es ist, setzt die ganze Sache dann aber auch in den allgemeinen islamistischen Kontext automatisch bei den Leuten, wenn er das Wort Terrorist steht. Und das zu artikulieren und genauso zu formulieren, das ist eine Qualität, die Wikipedia liefern kann. Ja. Also da denke ich auch, gerade die Mitarbeit an solchen Artikeln muss sehr gut überdacht sein. Da ist auch ganz wichtig, dass Leute, die in der Auswertung solcher aktuellen Quellen eine Ahnung haben, was sind gute Quellen. Ich zum Beispiel hätte jetzt bei den französischen Medien zum Beispiel nur sehr bedingt einen Einblick, was ist seriös, was ist unseriös. Aber dass da diejenigen, die sich etwas besser auskennen, dann auch bei so aktuellen Ereignissen mit auf die Artikel schauen und darauf achten, dass eben die seriösen Quellen den Vorzug finden, dass Dinge aus unseriösen Quellen vielleicht doch erstmal draußen bleiben oder mit vorsichtigen Formulierungen einzelne Quellen melden, dass andere sagen, also dass das entsprechend gut gestaltet wird, ist eine wichtige Aufgabe. Ja, der neutrale Standpunkt. Genau. Gerade bei solchen Artikeln schwierig und wichtig. Okay. Es ist jetzt schwierig, keinen harten, abrupten Wechsel zu einem anderen Thema zu machen. Aber es wird wohl einer sein, aber ein Thema würde ich doch noch gern mit dir besprechen. Denn das, du bist eine Frau. Ja. Ja. Und das ist im Umkreis von, das ist im Umkreis von Wikipedia nicht normal. Das ist nicht der Normalzustand. Dass eben viele Frauen dort wären. Das sind wenige. Es sind Gott sei Dank noch welche da. Ich persönlich kenne auch etliche. Aber es sind wenige. Und das ist immer noch schade. Und willst du dazu was sagen? Ist das dein Thema für dich? Oder ist das einfach nur ein Fakt, dass du eine Frau bist und willst jetzt nicht weiter das vertiefen? Ich glaube, man kann nicht wirklich sagen, es ist kein Thema für mich. Wenn man bewusst überhaupt mit dem Ganzen, wie ist das soziale Gefüge, sich auseinandersetzt, dann wird es Thema. Es war am Anfang für mich kein Thema, weil ich nicht das Gefühl hatte, mir war auch nicht bewusst, wie die Anzahl der User-Userinnen ist. Ich hatte nicht das Gefühl, es als Frau besonders schwer zu haben in den realen Treffen. Im Gegenteil, wurde es mir sehr leicht gemacht, mich wohlzufühlen. Habe ich sehr viel Wertschätzung erfahren, gerade als Frau. Wie schön, dass du als Frau mitmachst, wurde mir oft gesagt. Aber insgesamt merke ich schon in vielen Bereichen, in vielen Diskussionen und ganz aktuell an der Kurierdiskussion zum Thema Wiki Women World Conference, dass oft Strukturen da sind, die deutlich hinter dem aktuellen Stand der Gender-Diskussion, sage ich mal, zurück sind. In ein paar Bereichen ist die Wikipedia da gut aufgestellt, aber grundsätzlich ist gerade so dieses, wie geht man um mit dem Wunsch einer Gruppe von Benutzern, sich einzeln treffen zu wollen, ohne die anderen, finde ich eigentlich erschreckend, dass wir da so weit hinter dem aktuellen Diskurs zurück sind, der ganz klar sagt, jede Spezialgruppe, die für sich erstmal eine Definitionsphase möchte, die für sich einen geschützten Raum möchte, um dann wieder in den gemeinsamen Diskurs treten zu können mit den Ergebnissen, dass das sehr viel positive Effekte hat, wird in der Wikipedia erstmal ganz deutlich widersprochen. Ich war auch erschüttert von dieser Diskussion. Ich dachte nicht, dass wir auf dem Niveau immer noch rumkrebsen. Zu behaupten, dass,
dass eine Minderheit nicht sich selber mit sich selber beschäftigen muss als Minderheit. Ich meine, das kennt man selbst in der Betriebsratsarbeit, ist das ein Thema. Da sind ja auch, wenn in einem Betrieb vor allem Frauen beschäftigt sind und nur wenige Männer, dann haben die das Recht, als Minderheit mindestens einen Vertreter in den Betriebsrat zu schicken und auch eigene Themen aufzubringen. Und andersrum. Und die Jugendlichen oder Azubis, die haben auch einen eigenen Vertreter. Es ist durchaus wichtig, dass Minderheiten als solche anerkannt werden. Das macht die nicht kleiner oder es würdigt die nicht herab, sondern es ist halt der Tatsache geschuldet, dass Minderheiten Schwierigkeiten haben, sich Gehör zu verschaffen und ihre Interessen auch richtig vertreten zu sehen. Und das andere sind so Begriffe wie, also Satisfaktionsfähigkeit habe ich im realen Leben seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten nicht mehr gehört. Verstehe ich gerade nicht. Ein Satisfaktionsfähigkeit, der Begriff. Das Wort kenne ich, aber in welchem Zusammenhang könnte das jetzt hier eine Rolle spielen? Das höre ich ganz oft auf der Wikipedia, lese ich in der Wikipedia, als dieser User ist ja nicht satisfaktionsfähig in meinen Augen, mit dem diskutiere ich. Beziehungsweise ein User hat das auch ganz groß auf seiner Benutzerseite, dass es geht erstmal um Satisfaktionsfähigkeit, wo ich mir denke, Moment, das ist ein Begriff aus dem Burschenschaftsmilieu, Frauen waren über Jahrhunderte nicht satisfaktionsfähig, irgendwann hat man ihnen das zuerkannt, glaube ich, bin ich mir nicht sicher, aber das ist so ein Begriff, da fühle ich mich als Frau erstmal ausgeschlossen. Das ist ja eine tiefe Beleidigung. Also, das ist so, warum braucht man den Begriff? Genauso wie der Begriff Admins brauchen Cojones. Die brauchen was? Cojones. Admins und Eier. Brauchen Cojones. Wie schreibt man das? Cojones. Okay. Aus dem Spanischen. Ach, verstehe. Damit kann ich nicht dienen. Auch Frauen haben Eier. Also, ich kenne Frauen, die haben härtere Eier als so die meisten Männer. Mehr, deutlich mehr. aber das sind natürlich Begrifflichkeiten, die in einer männerdominierten Diskussionskultur entstehen. Und die Frauen ganz klar ausschließen. Mein Gott, was muss man von Würstchen sein? Na gut. Und insofern, wenn ich so einer Diskussionskultur begegne, kann ich nicht sagen, mein Frausein ist kein Thema. Okay, das ist sehr gut. Obwohl du ja offen damit umgehst in der Wikipedia mit deinem, wie sagt man, Geschlecht. Ja, also ich bin gerne Frau, ich bin bewusst Frau, aber im Alltag ist es für mich längst nicht so Thema wie in der Wikipedia, wo ich einfach deutlich sehe, es braucht immer wieder ganz klar auch die Notwendigkeit, diesen Standpunkt zu beziehen und zu sagen, hallo, hier und als Frau und nicht nur, hallo, hier, ich. Ich kenne Frauen, die ein geschlechtsloses Synonym haben, um nicht belästigt zu werden. Das ist traurig, aber wahr. Ja, kenne ich auch, aber das ist tatsächlich mir nicht passiert. Ja, gut, als Admina zum Teil schon, in eher so klein herabsetzenden Sachen. Also nicht wirklich belästigt, aber einfach ein bisschen herabgewürdigt irgendwo, auch lächerlich gemacht. Die eine Geschichte war mal das Damenkränzchen, wo Iti, Nicola und ich bezeichnet worden sind. Das ist jetzt keine schlimme Beleidigung, aber es ist auch Ausdruck genau dieser Haltung. Okay. Jetzt haben wir doch über erstaunlich viele Themen gesprochen. Ja. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir. Freie Musik. Ich spiele in jeder Sendung auch Musik und diesmal hast du sie ausgesucht. Das freut mich auch sehr. Du hast ausgesucht Je ne sais plus, was wohl, wenn mein schwaches Französisch mich nicht täuscht, ich weiß nicht heißt. Ich weiß nicht mehr. Ist von einer Gruppe namens Les Sazo, das sind französische und malische Musiker, die zusammen musizieren, die sich gegenseitig besuchen und dabei Programme erarbeiten. Warum hast du dieses Stück ausgewählt? Ich muss sagen, ich bin dir sehr dankbar. Du hattest mich auf diese freie Musikdatenbank geschickt quasi und gesagt, da kannst du Stücke aussuchen. Und ich mag einfach sehr gern nordafrikanische Musik. Ich mag oft die Verbindung, das sind ja oft sehr klassisch afrikanische Rhythmen, die dann auf Hip-Hop-Rhythmen oder Hip-Hop-Strukturen, moderne europäische Strukturen treffen und sich verbinden in einer Art, die mir einfach oft wahnsinnig gut gefällt. Und da bin ich eben auf dieses Stück gestoßen und
Ich fand auch, es ist ein sehr langes Stück. Ich weiß nicht, wie viel davon du nachher spielen kannst. Ich spiele das voll aus. 13 Minuten, 29 Sekunden. Das hänge ich gerne Aber an. es wechselt eben so wunderbar auch zwischen den Dingen, wo man sehr deutlich die klassisch nordafrikanischen Dinge hört, zu fast pop-ähnlichen Klängen. Und ich finde dieses Spektrum, das ist das, was ich daran so schätze, dass es die ganze Welt quasi öffnet. Und das ist für mich auch ein Teil der Wikipedia, dass es einem so ein breites Spektrum aufmacht und einem die ganze Welt öffnet. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss, ich danke dir. Bembebe dogo nyamambe koro, nyamambe dogo la fengoro. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus. Je crois que je t'aime. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me taire, je ne sais plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas la même. Tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu n'es pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas la même, tu n'es plus la même aujourd'hui. Je ne sais plus.
je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Pourquoi me t'aimes, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Le jour se lève, je ne sais plus. La vie t'appelle, je ne sais plus. C'est comme un rêve, je ne sais plus. Je crois que je t'aime, je ne sais plus. Fatto una giamma. Eh? Giamma.